Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Beauty Panel. Schmerzen, Stress und Verspannungen können mit einer guten Akupressurmatte gelindert werden. Die Kissen zur Massage und Förderung der Durchblutung erfreuen sich immer an größerer Beliebtheit. Auch die Marke Velax bietet diese Matten an, die wir uns heute näher anschauen. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Reinschauen lohnt sich also. Akupressurmatten erinnern an das Nagelbett eines Fakir. Die dünnen Matten sind gespickt mit tausenden von kleinen Nadeln aus Kunststoff. Die traditionelle chinesische Medizin beruht auf 5 Säulen: Bewegung, Ernährung, Massage, chinesische Arzneimittel und eben Akupunktur. Der letzten Säule ist die Akupressur zugeordnet. Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin entstehen Erkrankungen durch einen gestörten Energiefluss. Damit die Energie wieder reibungslos fließen kann, muss die Blockade gelöst werden. Mithilfe der feinen Nadeln werden Triggerpunkte auf den Energiebahnen gesetzt, um so Beschwerden und Verspannungen zu lindern. Die Durchblutung wird gefördert, die Haut stimuliert. Glückshormone werden ausgeschüttet und der Selbstheilungsprozess wird beschleunigt. Die richtige Anwendung einer Akupressurmatte hat weitere positive Auswirkungen. Einerseits die Verbesserung des Stoffwechsels, wodurch der Körper die Nährstoffe aus dem Essen besser verwerten kann. Die Zellen und Organe werden stimuliert und können besser mit Sauerstoff versorgt werden. Dann auch die Regulierung des Blutdrucks. Durch das Freisetzen von Glückshormonen, den Endorphinen, können Körperfunktionen reguliert werden. Darunter fällt auch der Blutdruck. Dieser kann automatisch gesenkt oder erhöht werden. Auch das Hungergefühl kann mit einer Akupressurmatte reguliert werden. Generell fährt der ganze Stresspegel aufgrund der neuen Glückshormone herunter. Wer unter Verdauungsbeschwerden oder Schlafstörungen leidet, kann ebenfalls auf bestimmte Behandlungsverfahren der Akupressur zurückgreifen. Die praktischen Kissen können im Alltag benutzt werden. So können beispielsweise Beschwerden im Nacken nach einem langen Tag im Büro bequem daheim gelindert werden. So erspart man sich den Termin beim Masseur sowie die dafür entstehenden Kosten. Akupressurmatten gibt es in unterschiedlichen Formaten, mit denen sich gezielt bestimmte Körperregionen verwöhnen lassen. Normal gibt es sie für die Füße, den Rücken und den Bauch. Vor der Nutzung von Akupressurmatten sollte man mit einem Arzt abklären, ob ernsthafte Krankheiten hinter den Beschwerden stecken. Der Einsatz von Akupressurmatten sollte lediglich begleitend zu einer ordentlichen Therapie eingesetzt werden. Die Vitalmatten können eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen, sondern lediglich dauerhaft zum persönlichen Wohlbefinden beitragen. Falls ihr auf der Suche nach der Velax Akupressurmatte seid, haben wir ein passendes Produkt in der Infobox für euch verlinkt. Zum Zeitpunkt unserer Recherche war dieses Angebot sogar am preisgünstigsten. Schaut daher gerne in die Videobeschreibung, um das Angebot nicht zu verpassen. Velax bietet die Akupressurmatte in Kombination mit einem Akupressurkissen an. Gefüllt sind die beiden Produkte mit Kokosfasern. Das Akupressurset ermöglicht eine Selbstmassage zur Stress- und Schmerzprävention sowie zur Selbstheilung. Das ergonomische Kopfkissen sorgt für pure Entspannung. Durch die einzigartige Form wird auch der Nacken von den wohltuenden Akupressurnoppen massiert. Dank der extra harten Spitzen wird gezielt Druck auf die Triggerpunkte im Rücken ausgeübt, um die Durchblutung zu fördern und die Regeneration zu beschleunigen. Dazu wird eine praktische Tragetasche geliefert. Laut Bewertungen ist die Akupressurmatte sehr empfehlenswert. Die Anzahl der Anwendungen auf der Akupressurmatte sind von Person zu Person unterschiedlich. Nach den anfänglichen Schmerzen, die durch die Nadeln ausgelöst werden, gewöhnt sich der Körper innerhalb weniger Minuten an die Druckpunkte. Manche NutzerInnen wenden die Akupressurmatte beinahe täglich an, andere wöchentlich. Auch die Länge der Anwendung kann variieren. Die meisten legen sich zwischen 20 und 30 Minuten auf die Matte. Das Gefühl wird als äußerst angenehm empfunden und die meisten verspüren ein angenehmes Kribbeln. Die Akupressurmatte mit Kissen überzeugt sowohl durch die Verarbeitung wie auch durch die Farbgebung. Ich hoffe, wir konnten euch Akupressurmatten und ihre Wirkung ein wenig näher bringen. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Beauty Panel.